Pascal Zoberbühler, jetzt muss ich also doch mal noch gratulieren zu Ihrem Tipp von gestern. Sie haben von Anfang an vorausgesagt, dass Italien gönnt. Mhm. So blöd sind Sie ja gar nicht. Mhm. Ja, ich habe das Arosoma-Equilibrium vom Sirius B sehr aufmerksam gelesen. Und da hat mir die Augen geöffnet und mir auch das Ticket zum Licht gebracht. Was ist denn da für ein esoterischer Vierlefanz? Ich habe gekämpft, ich habe rebelliert, habe geliebt, habe aber auch gehasst. Und ich habe in den Ferien in Dubai das Buch gelesen. Also eigentlich habe ich ja zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt ein Buch gelesen. Kommen Sie bitte auf den Punkt, das ist ja grauenhaft. Kennen Sie das Prinzip von der Langsamkeit? Ja, das ist alles schön und gut. Aber zeigen Sie mir doch besser mal konkret, was Sie Wahrsagerischen so drauf haben. Hä? Wer gönnt denn morgen das Spiel wer? Ich sehe eine wichtige Figur. Der Luis Figo und der Ronaldo. Rückwärts gelesen. Der Ogif Ziul und der Odlanor. Die zwei magischen O. Sie sind beide Begleiter von der Hohepriester vom 9. Zyklus vom Enneagramm. Können Sie mir folgen? Und darum bewegen sich die portugiesischen Stars im grünen Quadrant. Das ist da, was sie Spielfeld nennen. Und darum gewinnen die Portugiesen 4-1 nach Verlängerung. Pascal, komm, wir gehen auf den Wurst-Käse-Salat. Ich hoffe, es schmeckt fantastisch.